heute mal ein ganz interessantes Projekt Knöpfe beziehen. Ich will aber heute auch mehrere Fragen klären, und zwar: Können das auch Kinder machen? Was ist die beste Handhabung, dass es genau mittig ist? Können auch andere Stoffe verwendet werden, wie zum Beispiel ein Wachsstoff oder ein beschichteter Stoff? Ja, und das klären wir alles. Und es wird auch noch ein schönes Projekt geben und wir werden die Verlosung machen. Und wir klären noch, ob sich Jersey verzieht bei diesen Knöpfen. Da gibt es ja auch immer so schöne Drucke. So, es kommt an mit so einer Silikonform, das ist dabei, dann so einen Presser, so einen Stempel, da presst man das mit rein, ein Deckelchen und auch so ein Anlasskapselchen. Hier ist jetzt die Empfehlung: bei 5,1 cm solltet ihr den Kreis ausschneiden. Mir war das ein bisschen zu blöd, Vorlagen zu machen, deswegen rate ich euch, nehmt am besten ein Glas, versucht ungefähr ein Glas zu finden, das ca. 5 cm hat, je nachdem, was ihr euch für Größe aussucht. Bei mir waren es jetzt die 28 cm Knöpfe. Da sagen sie, bei dem 5,1 cm soll es sein. Und es war bei mir genau jetzt 5,1. Und wenn ihr den nämlich jetzt draufstellt, dann könnt ihr nämlich jetzt da durchschauen und dann schon mal sehen, aha, so schaut mein Knopf aus, und das mittig setzen. Das finde ich viel praktischer, bevor ihr euch jetzt so eine Form ausschneidet. Und dann nochmal was, was ich am Abend festgestellt habt: wenn ihr da eure Silikonform nehmt, nehmt am besten so einen Trickmarker, der verschwindet ja wieder, und malt auf die linke Seite in der Mitte so einen Kreis drauf. Weil die linke Seite, die sehen wir dann auch, wenn wir das reindrücken, und es klappt euch fast immer auf Anhieb. So müsst ihr mal das raus tun und wieder mal. Ihr habt ja ganz viele Gelegenheiten, bis ihr es dann reinstempelt. Aber ich zeige es euch jetzt gleich mal. Dann könnt ihr das nämlich drauflegen und dann kommt nämlich dann dieser Deckel oder diese Kerbung, kommt dann rein. Dann drückt ihr. Und ich habe das ganz doll hingekriegt mit diesen Formen. Seht ihr, das ist genau in der Mitte. Da habe ich es noch anders gemacht, da habe ich es noch hingelegt und umgedreht, aber man lernt ja nie aus. Das war auch mein erstes Mal. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, 25 Knöpfe an dem Abend gemacht. Und alles, was hier übersteht, das dürft ihr wegschneiden. Also mein Vögelchen war jetzt nicht so genau in der Mitte, wie ich jetzt geschnitten habe. Das presst ihr einfach so rein und dann kommt der Deckel rein. Es sollte auch nichts mehr rausschauen an Stoff. Nichts mehr rausschauen. Dann kommt dieser blaue Deckel da. Und dann drückt ihr. Am besten nicht nur mit den Fingern, sondern auch mit den Ballen drücken, dann macht es Knacks. Und dann ist es fest drinnen. Und es geht total easy raus. Da könnt ihr mit euren Kindern auch ein bisschen Lupe spielen. Es ist ganz lustig zu sehen, wie da diese Knöpfe entstehen könnten. Das, was oben drüber ist, das schneidet ihr einfach ein bisschen zurecht. Dann geht es einfacher zum Drücken. Und jetzt kommt die Frage: Wie läuft es denn mit Jersey ab? Das sind auch so ganz niedliche Disney-Sachen. Ich liebe Disney. Ja, das habe ich jetzt so reingepresst. Und siehe da, es klappt. Es verzieht sich überhaupt nicht. Ihr könnt klasse Jersey nehmen. Habt ihr irgendwelche Reste von Jersey, aufheben? Also natürlich, wenn ihr hingeht, dann könnt ihr da ein bisschen ziehen. Und dann dehnt sich das natürlich, aber es hält. Da rein. So, dass das Gesicht rausschaut, genau. Brauchen wir hier ein rundes Teilchen? Warte mal kurz, Schatzi, nur hinlegen. Das ist ja gut, nur hinlegen, so. Jetzt reindrücken, feste. Genau. Jetzt quetschi, quetschi, quetsch. Schauen wir mal an. Oh, ist das süß, Wunsch, schau. Prima, ha? Genau, der Deckel. Jetzt den blauen, das da. Kann ich drücken? Lass Mama einmal noch drücken, oder bist du? Ist fertig. Du mal unten da zeigen. Da unten. Genau, rausdrücken. Das schaffst du. Schaffst du es? Klasse! Toll! Prima. Der ist ja super geworden, Schatzi. Jetzt haben wir schon mindestens 5. Noch einen. Jetzt langt es, oder? Also die gefallen mir besonders gut für die Kinder. Wenn wir mal schauen, was man daraus Schönes machen kann. Auch ganz niedlich.
Hier könnt ihr auch wirklich ganz kleine Stoffreste verwenden. Falls ihr mal leider hier ein bisschen was rausstehen habt, also dass ihr das zu kurz abgeschnitten habt, dann nehmt ein bisschen Kleber, am besten einen Stoffkleber von, ich finde jetzt gerade meinen Kleber wieder nicht, ne? Und dann könnt ihr mit dem Kleber ein bisschen kleben und es dann ein bisschen eindrücken. Das habe ich bei ihm auch gemacht. Das hat auch nicht abgefärbt und dann müsst ihr den Knopf nicht wegschmeißen. Ihr solltet allerdings, wenn ihr das stanzt, also hier, wenn der da drinnen ist, bis zu dem Rand sollte auf jeden Fall der Stoff gehen. Wenn ihr das dann hier überlappt, dann ist es automatisch auch drinnen. Aha, jetzt kommen wir gleich zu uns meinen Lieblingsknöpfen, diese Vintage-Knöpfe. Sind super schön geworden. Da habe ich einen Stoff. Das ist der Stoff hier gewesen. Da habe ich schon immer mal ein bisschen was rausgeschnitten. Und siehe da, man muss es nicht wegschmeißen. Ich suche mal ein bisschen nach Vintage. Auch wenn jetzt hier die Blüte, das wollte ich, dass das ein bisschen, weil man schaut nicht immer frontal drauf, sondern manchmal hängt es auch so auf der Seite dann die Tasche. Da fand ich das eigentlich ganz cool. Also die sind besonders schön geworden. Und das hier. Sieht ja nicht total toll aus, der Knopf, das war eine Rose. Und zwar, ich zeige es euch mal, das war das hier. Also jetzt ist es klar, wenn man es so sieht. Aber wenn man nur den Knopf anschaut, mit den drei verschiedenen Farben, ich finde, der hat irgendwas. Also der ist wirklich schön geworden. Wenn ihr dann irgendwas gleich macht, ist es wirklich gut, wenn ihr den gleichen Stoff habt. Da habe ich zum Beispiel diesen Blumenstoff, ja, nichts Besonderes im Gegensatz jetzt zu sowas. Und ich dachte mir auch, ja, mache ich solche Punktknöpfe, like Pretty Woman, mit diesem schönen Kleid, erinnert euch bestimmt. Aber das ist irgendwie auch nicht so was Richtiges geworden. Das ist wirklich lustig, weil es kommen so verschiedene, man sieht zuerst einmal, hat man eine Vorstellung, ja, so mache ich es. Genauso bei dieser Rose, da dachte ich mir auch, ja, schauen wir mal, wie das wird. Aber es ist immer wieder eine Überraschung, was da rauskommt. Also gewisse Sachen gelingen gut und bei manchen denkt man sich, naja, hätten wir es lieber bleiben lassen sollen. Meine Müslischale misst jetzt 16,5 cm im Durchmesser. Das markiere ich mit einem Trickmarker, der verschwindet auch wieder. Und da macht ihr jetzt euch 6 Kreise. Dann dürft ihr die bügeln, die Kreise, so gut es geht. Faltet einmal, faltet nochmal, also zweimal, dass ihr so ein Dreieckchen habt. Oben ist es rund, abgerundet. Und jetzt wird schon genäht. Ihr macht hinten einen Knoten rein und am besten noch eine Schlaufe. Es wird am Schluss abgeschnitten. Total egal. Einfach, dass euch diese Bilder nicht abrutschen. Und jetzt wird es nach und nach hier aufgefädelt. Es ist auch nicht so wichtig, dass ihr da hundertprozentig in einer Linie seid. Das verdeckt alles der Knopf. Ihr könnt natürlich auch genau arbeiten. Das will ich auch jetzt keinen verwehren wie ein Hasenöhrchen. Schaut es aus. Auch süß. Dann zieht ihr das durch. Bis zum Ende dann der Schlaufe und dann verfahrt ihr genauso mit dem nächsten und mit dem nächsten und mit dem nächsten und wiederholt es, bis eure 6 Blütenblätter aufgefädelt sind. Dann nehmt ihr euch den Anfangfaden und den Endfaden, macht dann einen Knoten rein, langsam vorsichtig ziehen und nochmal einen Knoten reinmachen, dann ist das fest. Man könnte jetzt auch noch eine zweite machen. Das innen reinnähen. Das machen wir beim nächsten Mal dann. Ich habe noch ein bisschen was vor mit diesen Blüten. Schön testen, was euch gefällt. Dann annähen. Dadurch, dass es Stoff ist, könnt ihr auch in den Stoff direkt hier reinstechen und es festnähen. Sollt ihr hinten euch das Loch stellen, könnt ihr natürlich da auch noch so einen Kreis drauf nähen. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Dann machen wir, wie gesagt, noch ein bisschen was mit den Blüten. Ein bisschen fixieren mit dem Textilkleber, dass es auch gut hält. Und voilà, ihr habt eure schöne Blüte, egal in welchen Größen. Diese Knöpfe mache ich euch in die Beschreibung rein. Rechts am besten dieses Pfeilchen neben dem Titel drücken, dann öffnet sich die Beschreibung und dann verlinke ich euch alles. Und fast hätte ich es vergessen.
Beschichtete Baumwolle und Wachsstoffe gehen nicht, die sind zu dick. Tschüssi!